Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 Modding Tutorial. Es kam jetzt, glaube ich, seit Monaten überhaupt kein Tutorial, weil das erste war ja eigentlich nur, wie man den Mod-Ordner erstellt. Den musste ich jetzt auch nochmal neu erstellen, weil ich heute mal neu installieren musste und so. Aber ja, ich hatte die ganze Zeit nicht so viel Zeit und mein Internet war auch, wie gesagt, wie in einem Infovideo auch gesagt, ja, nicht so prickelnd, ist immer noch nicht prickelnd. Aber das läuft jetzt. Außerdem habe ich jetzt angefangen, nochmal eine neue Mod zu erstellen, halt mal richtig, die ich auch veröffentlichen werde. Das ist eine Code-Geass-Mod, für die das kennen. Das ist auch mein Hintergrundbild, passt auch gerade dazu. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt auch viel mehr Erfahrung gesammelt und wurde auch darum gebeten, das ein paar meiner Freunde zu erklären. Und wenn ich das jetzt eben einzeln erkläre, wäre das ein bisschen. Ja. Deshalb mache ich jetzt auch gerade das Video weiter und wir fangen heute an mit einem eigenen Land erstellen. So, dafür haben wir hier unsere Hearts of Iron Verknüpfung. Gehen wir hier auf den Hearts of Iron Ordner, kommen, suchen dann hier Countries. Das. So soll das dann aussehen. Sondern das müssen wir in unserem Tut-Ordner halt genauso machen. Also, Ordner, ich muss das jetzt wie gesagt nochmal neu machen. Kommen. Neuer Ordner Countries. So, und dann erstellen wir hier ein Textdokument. Ich nenne das jetzt einfach Tutorial. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. So, und dann können wir jetzt hier gucken. So sieht das dann aus. Hierfür brauchen wir jetzt noch kein Programm, wie hier Atom habe ich ja. Das habe ich, soweit ich weiß, im letzten Video auch gesagt. Ja, ich kopiere jetzt einfach das hier von Afghanistan. Das ist eigentlich ziemlich egal, was man da macht. Das ist halt hier, das ist halt die Farbe. Nur, was ich jetzt gemerkt habe, ist, ich habe jetzt aus Afghanistan kopiert. Nur, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht dieselbe Farbe wie Afghanistan sein. Ich weiß nicht, wieso. So, speichern. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist nicht dieselbe Farbe. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ja. Also, dann kann man hier gehen. Dann nehmen wir in dem Common-Ordner halt. Müssen wir dann auf einen neuen Ordner mit Country Tags, hier mit Y geschrieben, unterstrich Tags. Den müssen wir hier auch suchen. Ja, natürlich auch im Common Ordner. So, Countries, und dann müsste hier auch Country Tags, also hier, Country Tags, und dann das hier kopieren. Und auch in diesen Ordner hinein kopieren. Und hier sind jetzt sämtliche Tags der einzelnen Länder. Und dann scrollen wir ganz runter. Machen hier ein paar Hashtags, weil in Hearts of Iron 4 ist es so, wenn man einen Hashtag vor etwas setzt, dann wird es nicht erkannt. Also wenn ich jetzt hier so einen Hashtag vorsetze, wird man Schuko nicht mehr erkannt als Country Tag und so. So, und dann setzen wir hier ein Tut für Tutorial. Das ist jetzt unser Tag und dann müssen wir hier hinschreiben Countries, Schrägstrich und dann, wie wir es genannt haben, Tutorial.txt, weil es eine Textdatei ist. So, dann können wir das speichern und dann ist der erste Schritt gemacht. Dann gehen wir auf unsere normale Mod, hier auch, erstellen einen History-Ordner, also einen Geschichtsordner, gehen hier rein, erstellen einen Country-Ordner. So, ich hoffe, ich habe das richtig. Okay, habe ich nicht. Halt, stopp. So, also erstellen einen Countries-Ordner. Ist auch Mehrzahl. So, und jetzt müssen wir auch hier in den Hearts of Iron gehen. Und dann brauchen wir jetzt unser. Erstmal hier noch ein Textdokument. Ich nenne es jetzt auch Tut. Nämlich wie unser Ländertag. Und das ziehen wir jetzt in unser. Hier in unser Programm rein. Genauso wie jetzt irgendein Land. Ich hole jetzt mal Deutschland, weil da. Deutschland spielt jeder, denke ich mal. So, und hier sieht man jetzt, was hier ist. Also, Capital, hier ist die Hauptstadt. Das ist die Staatszahl. Also die Zahl des Staates, also der Region. Es gibt ja Regionen und Provinzen in Hearts of Iron. Und das hier ist halt die der Hauptstadt. So, 64 ist jetzt Berlin. Also, das schreiben wir dann auch mal hier hin. Nur schreiben wir jetzt 5 hin, weil 5, das ist Ostpreußen mit Königsberg und das weiß ich gerade auswendig, deshalb.
So, OOB ist die Units, also die Einheiten, die Divisionsvorlagen und so, das kopiere ich jetzt einfach mal. Und wo die Divisionen stehen und ändere es um in TUT. Das wird in einem anderen Video, werde ich das genau erklären. So hier, wie es auch hier mit dem Hashtag ist, das wird vom Programm nicht erkannt, sind hier die Technologien, die man am Anfang hat. Die kopiere ich jetzt einfach 1 zu 1 hier rein. So, hier Infanterie Weapons, Infanterie Weapons 1. Das sind die sämtlichen Technologien, die man hat. So, Set-Variablen. Trade, hier kann man Importe aus Schweden, wird direkt gemacht. Konvois, Stabilität. Kann man einfach so kopieren. Research-Slots sind die Forschungsteams. Das kopiere ich jetzt 1 zu 1. So, hier ist jetzt 1939. Das heißt, es gibt ja zwei Szenarien. Einmal 1939, das ist der Blitzkrieg, und einmal 1936, darauf zieht der Sturm. So, das werde ich jetzt nicht kopieren, weil die Mod im Tutorial werde ich jetzt erstmal nur den 36er Stand. So, hier sieht man zum Beispiel auch, was man mal gucken kann, Set Autonomie, dann hat man hier das als Puppet, danke, also als und gibt. Und hier Create War Goal ist, dass man direkt schon Kriegsziel hat. Man kann auch machen, wenn man in den Italienbaum guckt, Baum, Fokus nicht im Fokusbaum, sondern im Italien Textdatei guckt, dann ist man instant im Krieg mit Äthiopien, dann steht halt Declare War Target. So. Dann hier steht, das ist der Molotow-Ribbentrop-Pakt, wäre das. Hier sind die, wo unlocked sind und was für Technologien man 1939 hat, das brauchen wir nicht. Für uns ist jetzt interessant, das Set Politics. Und zwar hier. Das kopieren wir so. Und das sind jetzt halt die hier Partys, sind halt wie demokratisch, faschistisch und kommunistisch man ist. Also. So, und hier ist dann die Ruling Party. Und also die Ruling Party ist was für eine. Man kann sich jetzt auch 100% kommunistisch machen und ist trotzdem faschistisch. Dann wird's aber. So, und dann hier ist, ob Wahlen erlaubt sind oder nicht. Man kann also auch Faschismus und Wahlen erlauben. Jo. So, dann kann man hier Create Faction, ist eine Fraktion, eine Faction eine createn, und dann halt hier muss man halt seine eigene Nation halt reinmachen. So, Add Ideas sind die Nationalgeister, wie hier Sabalusa, Limited Exports und Conscription, das sind die. Also das hier sind die zwei Generalstab und bitterer Verlierer, schlechter Verlierer. Und das hier sind die Gesetze, wo man schon hat. So, dann haben wir jetzt erstmal unser Land soweit erstellt. Save all. All natürlich nicht all. Und dann gehen wir in unseren History-Ordner, erstellen einen neuen Ordner mit States. Und gehen hier auch in den History States Ordner. Und hier sind jetzt sämtliche, wie ich schon gesagt, Regionen aufgelistet. Das geht runter bis 762. Also das hier ist die gesamte Welt. So, und dann, ich weiß, also wie gesagt, 5 ist hier jetzt unter Germany, das ist Ostpreußen. Das weiß ich jetzt auswendig schon. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das herausfindet. Ja, wir haben hier den Debug an, hier bei. Mit Rechtsklick auf H2 4, dann auf Startoption, dann hier minus Debug, okay, schließen. Dann spielen wir. Mods wählen unseren Mod aus. Hier ist übrigens die Mod, die ich erstelle. Wählen aus, ob wir DLCs haben wollen oder nicht. Und spielen. Jetzt mit den DLCs ist halt auch wichtig, ob eure Mod mit DLCs oder ohne. So, wie ihr jetzt schon seht, durch den Debug erscheint dann immer hier ein Text-Error-Textdateien, da steht halt, was mit der Mod nicht stimmt. So, also hier steht jetzt, das hier ist ja Schuldbien Encoding, das steht immer da, und das hier zeigt an, dass wir noch keine Flagge für unser Land haben. Das hier heißt Unexpected Token, heißt, dass wir eigentlich irgendwas falsch haben, also dass da irgendwas nicht erkennt, aber es dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Wenn wir den Debug, wie hier steht, auch anhaben, können wir auch nicht in den Mehrspieler, aber es geht jetzt erstmal wir können jetzt irgendein Band auswählen, das ist jetzt erstmal egal, wir haben ja noch nichts ausgesucht, wir müssen jetzt einfach nur auf die Karte kommen, und dadurch, das ist jetzt, öffnet sich das nochmal, danke, und dadurch, dass wir
Jetzt den Debug anhaben, können wir Alt-GR drücken, das ist neben der Leertaste, und dann sieht man hier den Debug und da steht dann alles über diese Region. Provinzen sind die kleinen Dinger. So, hier steht jetzt Provinz-ID, das ist die hier diese eine kleine ID, die braucht man auch, um die Division später hinzustellen. Dann Controller-ID, State-ID, Strategic Region, aber das Wichtigste ist jetzt, die State-ID ist gleich 5. So. Und da könnt ihr gucken, wie hier, Berlin war 63, ne, okay, 64, verdammt. Berlin war 64, sieht man ja hier. Und ja, das ist auch wichtig, wenn man Häfen macht, muss man hier die Provinz-ID 11372 haben und dann. So, also wir holen jetzt hier mit 5. Dann können wir Heu wieder beenden. Also haben wir hier oben auch eingegeben 5. So, dann holen wir hier 5. Steuerung C kopieren wir das. Mit Steuerung V kopieren wir das dann hier rein. Öffnen das dann hier. Und hier sieht man jetzt von jedem State, sage ich jetzt mal. So, hier ist die ID 5, Name, Manpower. Manpower, hier kann man auch ein bisschen mit der Manpower spielen, einfach mal ein paar Nullen dranhängen. Hier die State-Kategorie, das geht hier, das ist jetzt große Stadt. Und das ist halt, wie viele Bauplätze da sind. Dann ist jetzt wichtig hier Owner. Das sind jetzt wir, also TUT, Kontrolleur, TUT. Das hier steht nicht in jedem Ding drin, das ist also nicht wichtig eigentlich. Aber wichtig ist eigentlich hier: Add Core of, also das ist tot. So, jetzt ist ein Kerngebiet. So, und hier sind jetzt die Buildings. Hier Infrastruktur, können wir auch mal auf 10 hoch machen. Zivilfabriken, da holen wir uns mal welche. Dann kann man hier auch. Arms unterstrich Factory ist gleich, das sind Militärfabriken und Schiffswerften werden Dockyard geschrieben. So, da holen wir uns jetzt mal erst was. So, dann hier, da sind jetzt die einzelnen Provinzen. Hier Bunker, Landbefestigung und Naval unterstrich Bunker wäre eine Seebefestigung. Anti-Air und hier, wie gesagt, in dieser einen Provinz ist eine Naval Base 5 und es gibt im Allgemeinen dann noch eine Airbase. So, hier 1939 werden da sogar noch, werden da halt Anti-Air auf 5, nicht auf 2. So, und hier sieht man jetzt auch die einzelnen kleinen Provinzen. Hier 6332 ist auch hier zu sehen. Also auf jeden Fall speichern wir das da mal. Und dann können wir nochmal Heu starten. Und dann haben wir unser Land auch schon erstellt. Und dann müssten wir uns jetzt gleich auf der Karte sehen. So. Immer auf andere Länder gehen und jetzt sehen wir hier, was ich gesagt habe. Ich habe Afghanistan kopiert, aber es ist nicht die Farbe von Afghanistan, sondern irgendwas Gelbes. So. Und wie ich sehe, ist hier irgendwas falsch. Gut, weil kein Kommandeur und. Okay, kein Kommandeur ist klar, aber hier angeblich werden wir jetzt demokratisch. Irgendwas, das stimmt also was nicht. Das bedeutet, es stimmt hier etwas nicht. Das war dann gemeint mit Unexpected. Partys. Ah, ich weiß es. Hier. Moment, ich muss nochmal ins Rückgängig. Also, ich hab's herausgefunden. Okay. Das ist typisch Programmieren. Hier. Wir haben bei Z-Technologie ist hier eine Klammer, aber die haben wir hier unten nicht. Diese geschweiften Klammern, die sind richtig heimtückisch bei Modden. Da muss man richtig aufpassen, dass man. Deswegen Atom ist eigentlich auch gut, weil, ich zeige das mal, wenn man jetzt hier eine geschweifte Klammer, also Alt-GR und 7 drückt, dann wird automatisch schon eine andere gemacht. Und ja, wie gesagt, also wenn jetzt das. So, dann kann man jetzt normalerweise kann ich jetzt das hier wieder reinkopieren. Hallo? Ah, Set. Guck mal, Set Resource. Das habe ich auch nicht. Also das da kann man wieder reinkopieren. So, und jetzt dürfte es auch eigentlich funktionieren. Das war falsch. Nicht auf Save As, sondern auf Save All. So, jetzt kann man es nochmal machen. So, Debug, was sagst du mir? Ah! Geht doch. So, hier sieht man jetzt, es ist ja nichts mit Unexpected Token, weil immer wenn das steht, dann ist da irgendwas falsch. So, jetzt meckert er nur rum, er hat keine Flaggen und das normale Standardding, was er rummeckert. So. Das Make das mit dem Encoding. So, jetzt sind wir auch faschistisch und haben die ganzen Partien. So.
Also, das, wo er rummeckert mit dem Encoding ist, weil wir das ja noch in einem Ordner haben und noch nicht veröffentlicht und dann. So, hier sagt er jetzt Aeroscript in OOB. Hier ist Deutschland, weil hier sind jetzt Truppen in meinem Gebiet hier. Das gehört ja gar nicht mehr Deutschland hier. So, wir haben jetzt automatisch den Generic-Baum halt. Also Fokusbaum. Und hier, wie ich auch gemacht habe, unsere paar Fabriken. Und wir haben auch 10 Infrastruktur. Zivilfabriken haben wir so zwei. Eine wird dafür gebraucht, eine hierfür. Ja, vier Research-Dinge. Zwei, also vier Forschungsteams, 200 Konvois, alles eingestellt. Wie ihr hier seht, haben wir noch keine Division. Und auch keine Armeeerfahrung. Und klar, selbst. Ah, und natürlich, und jetzt haben wir noch rein Generic Random und noch keine Flagge, das könnte und alles. Natürlich können wir jetzt Armeebemühungen machen, kriegen 5 Armeeerfahrung, können unsere Division machen, nur das würden halt wir machen und wenn das Land jetzt von der KI gesteuert wird, würde das nicht machen, dann hätte die KI einfach keine Truppen. Die wird dann kein Traum ausbilden. So. Jetzt 0. Gut. Mannstärke gesamt 0. Bevölkerung 0. Gut. Das liegt daran, dass ich vielleicht etwas mit den Nullen übertrieben habe. Okay. Damit sollte man aufpassen. Also, ja, Desktop anzeigen. So. Mit den Nullen sollte man dann vielleicht aufpassen. Ich mache die mal wieder weg. Und dann hat man die Mannstärke nochmal normal. Und das war erstmal, wie man ein Land erstellt. Ich hoffe, das könnte euch erstmal helfen und es geht gleich weiter.